Am 8. September passierte der 67-millionste Autofahrer den Rostocker Warnow-Tunnel. Trotz eines enormen Nutzereinbruchs von 45% im Frühling verzeichnet die Warnow-Querung wieder steigende Zahlen. Wir freuen uns auch, dass wir schon jetzt, vor 2 Monaten hatten wir ja die 66-millionste Fahrerin beglückwünschen können und nun nach 2 Monaten schon den 67-millionsten Fahrer. Das zeigt eben auch, dass der Verkehr sich wieder stabilisiert hat. Während Corona-Zeiten, April, Mai, ist es ja doch relativ heftig eingebrochen, aber jetzt sind wir wieder auf einem ganz guten Level. Zum Teil zwar noch unter den Vorjahreszahlen, aber wir kommen gut klar. Carsten Feilert und sein Kollege Uwe Arnold waren gerade auf dem Weg in ihren Feierabend. Die Mitarbeiter der Stadtentsorgung Rostock passieren mehrmals täglich die Warnow-Querung. Als 67-millionste Nutzer durften sie sich jetzt über Präsente freuen. Vorteile würde ich sagen, dass man halt nicht durch die Stadt muss, den weiten Umweg halt. Und nutzen tun wir den so beruflich 2 bis 3 Mal. Zum zweiten Mal waren auch der Warnow-Park Center Manager Frank Middendorf und der Marktleiter des E-Centers Stefan Corneus dabei. Sie überreichten einen Einkaufsgutschein für den Warnow-Park. Keine 800 Meter weiter, wo kommt man an? Beim Warnow-Park. Und wir haben auch vor geraumer Zeit eine Warnow-Tunnelkarte eingerichtet. Das heißt, man hat die Möglichkeit, ab einem gewissen Einkauf, wenn man den tätigt, im E-Center, bekommen Sie für die Rückfahrt eine Gratiskarte geschenkt. Und so haben wir mal vor einem Jahr den Kontakt aufgenommen. Da ist eine Freundschaft, da ist eine Beziehung entstanden. Und deswegen machen wir gerne diese Kooperation. Der Warnow-Tunnel ist Deutschlands erstes privat finanziertes Straßenbauprojekt. 2003 wurde er eröffnet und verbindet die östlichen und westlichen Stadtteile Rostocks.